Willkommen zurück zu Ring Fit Adventure. Weiter geht's und mit Baltors Bonuspunkten geht's auch weiter. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja, ich bin schon gespannt darauf, ob das jetzt wirklich... Ich sag's jedes Mal das gleiche. Ich habe das Gefühl, es muss eigentlich bald enden. Das ganze Let's Play muss jetzt bald eigentlich enden, weil ihr seht es ja schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, was zu erzählen. Ich weiß schon wirklich nichts mehr zu erzählen. Guck mal hier. Wir haben den Hüftschwung 3. Alter, der Angriff 395? Gut, es geht gegen 5, ne? Ich könnte mal gucken, ob ich es vielleicht mit reinnehme. Ich schau mal kurz. Eine 5er-Aufgabe vielleicht rausnehmen. Oh, wir haben ganz viele 1er-Aufgaben, sehe ich gerade. 395 zu 430? Na, das ist jetzt nicht so... Aber wir haben tatsächlich nur eine 5er-Aufgabe. Warte mal, das sind 3, 3, 5, 3, 1, 1, 1. Eigentlich könnten wir eine 1er-Aufgabe wegmachen, oder? Hier zum Beispiel eine Überkopf-Twist. Der ist sowieso nervig, finde ich. Oder Überkopf-Beuge? Naja, wobei die Überkopf-Beuge finde ich fast noch nerviger. Genau, okay, machen wir es so. Gut, dann machen wir hiermit weiter. Okay. Let's go. Also eigentlich habe ich überlegt, muss das Let's Play ja langsam auch mal zu Ende führen. Nicht nur, weil ich das Gefühl habe, wir haben das jetzt schon so lange gemacht, dass ich irgendwann kein Thema mehr habe, über das ich reden kann. Eigentlich bieten sich ja immer wieder Themen an. Man findet ja eigentlich immer was, worüber man reden kann. Aber im Grunde genommen ist es doch immer wieder das Gleiche, ne? Ich weiß nicht, ist es für euch wirklich noch so interessant? Ich meine, ich werde immer wieder gefragt, wann machst du Ring Fit weiter und so weiter und so fort. Also, wie ihr sehen könnt, will ich das Ganze ja noch nicht aufgeben, weil es auch was Sportliches, Aktivitätenmäßiges ist. Aber ich bin halt echt immer am Überlegen, ob das wirklich so interessant ist, dass das wirklich noch, was weiß ich, wer weiß, wie viele Parts das noch werden. Jetzt lass es mal 200 Parts werden. Würde man sich das jetzt hier noch 200 Parts lang angucken? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. So. Wir wärmen uns langsam ein kleines bisschen auf, indem wir unsere Arme locker machen. Ich wollte ja immer schon wieder so ein Fitness, ich habe schon mal gesagt, ne? Ich will also so ein Toffee-Fitness-Video machen. Und so können wir ja anfangen, ne? Heute kommt Toffee Fitness Video. So, jetzt haben wir unsere Arme locker gemacht, indem wir sie in die Luft gestreckt haben und einfach nach rechts und links in schwungvollen Bewegungen bewegt haben. Jetzt geht es darum, unsere Bauchmuskeln ein wenig zu stärken. Dazu nehmen wir unseren Rincon, der so wunderschön rund ist, und nehmen ihn seitwärts. Dann nehmen wir beide Hände vorne dran und pressen sie gegen unsere Bauchmuskeln. Spüren Sie den Widerstand? Oh ja, das zieht. Das zieht bis in die Eierstöcke. Es sei denn, Sie sind ein Mann. Dann zieht es selbstverständlich bis ins Skrotum. Okay, als nächstes machen wir die Nackenpresse. Reimt sich auf, ab in die Fresse. Denn das wünscht ihr euch doch. Jetzt in diesem Moment mir einen in die Fresse zu hauen, weil ich einfach so fantastisch beschissen rede. So, und oh... da merkt man schon, wie die Brust angespannt wird. Die Arme werden beansprucht, aber vor allen Dingen die Brustmuskeln rechts und auch links. Keines der beiden Muskelpartien wird außer Acht gelassen. Und wenn sie motiviert sind, an dieser Stelle noch mehr zu machen, als sie eh schon tun, dann können sie zum Beispiel auch noch ihre Hüften schwingen, ihre Knie rechts und links nach vorne beugen, sodass sie zusätzlich zu den Übungen für die Brust auch noch ein wenig für die Beinmuskulatur tun. Dazu müssen sie allerdings auch anfangen, sich ein kleines bisschen zu konzentrieren und vielleicht nicht ganz so viel Schwachsinn wie ich zu reden. Ist das was? Ja, das ist was. Oh Gott, stellt euch das mal jetzt als ganzes Fitnessvideo vor. Ich glaube, das wird sich keine Sau geben, oder? Wunderbar. Schön. Genau. Du kannst toll. Kann geil. Toll. Spitze. Noch reich. Okay. Super.
und die Fs Abwehr. Puh, ich könnte natürlich jetzt auch weiterreden die ganze Zeit so. Und dann wirklich das als Art Scherz machen. Jetzt fraglich ist allerdings, wie weit darf ein Scherz gehen, wenn man über etwas Witze macht? Wie lange funktioniert dieser Witz noch? Ich habe aus Versehen eine Aufnahme gemacht. Entschuldigung, das passiert mir bei diesem Spiel irgendwie immer sehr, sehr häufig. Tatsächlich. Ja, da machen wir noch einen Überkopf-Twist. Das denke ich mir bei wieder anderen Sachen auch. Inwieweit ist etwas witzig? Wenn man das beste Beispiel dafür war die Sendung Switch Reloaded. Kennt ihr die? Ich rede jetzt nicht vom Original Switch. Ich rede wirklich von der Switch Reloaded Variante. Die war ja deutlich erfolgreicher als das eigentliche Switch. Und lief vor ein paar Jahren. Und eigentlich ziemlich erfolgreich. Aber da habe ich auch gemerkt, der ein oder andere Witz über eine gewisse Sendung oder eine gewisse Person wurde so oft thematisiert, dass es dann doch ein bisschen zu weit ging. Im Sinne von, ja, das haben wir jetzt schon 5-mal gehört. Muss ich jetzt nicht noch ein 6. oder 7. Mal hören, ne? Ganz toll. Super. Wo wir übrigens bei komischen Fernsehsendungen sind, ne? Genau. The Godfather of Late Night des deutschen Fernsehens, Stefan Raab, da habe ich mich vorhin noch im Discord mit anderen drüber unterhalten, hat tatsächlich produziert gerade eine Sendung für TV Now. Oder TV Now, besser gesagt, ist ja Englisch, ne? Und er produziert sie, das auch eine Art Late Night ist, wo es allerdings so ein bisschen geroastet wird. Im Sinne von zwei Late Night Moderatoren treten gegeneinander an oder so. Unter anderem auch Knossi in einer Folge dabei. Aber es ist jede Folge jemand anderes. Also einmal Nasan Eckes mit, was weiß ich, Nasan Grades oder keine Ahnung. Irgendwas. Irgendwie zwei Personen und ich glaube, Knossi war zum Beispiel mit Kai Pflaume da. Und ich habe diese eine Szene gesehen, wo Knossi und Kai Pflaume miteinander geredet haben. Und das hat mir schon gereicht. Das war, glaube ich, 2 Minuten der Sendung, wo ich gesehen habe, um mir ein Bild zu machen, was das für eine komische Affenshow ist. Und das hat mir schon gereicht. Habe ich schon Schnauze voll gehabt. Nie wieder, wirklich. Und dann habe ich gesehen, eine andere Show. Also eine andere Folge behandelt irgendwie Sylvie Mais mit Lilly Becker. Wo ich auch gedacht habe, Alter, Z-Promis Deluxe, oder? Okay. Ich frage mich auch immer wieder, wie sowas zustande kommt. Was diese Personen denken müssen, die so in solchen Sendungen sind. Was ist so eine Sylvie Mais? Steht die morgens auf und überlegt sich so, okay, ich guck mal mein E-Mail-Postfach durch und guck mal an, was da für tolle Angebote kommen. Und dann nehme ich einfach das Beschisseste. Das ist doch wirklich so. Du kannst dich doch nicht für jeden Mist hergeben. Irgendwie hast du doch auch einen Ruf, oder nicht? Gut, Knossi, der Ruf ist weg, ne? Also, der hat halt einen Quatschkopf-Ruf oder so. Aber Kai Pflaume. Meine Güte, das war mal ein seriöser Moderator. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel nimmst hier dieses, wer weiß denn sowas? Guck ich wahnsinnig gerne, wenn denn mal zu dem Zeitpunkt ich auch gerade Fernseher anhabe, gucke ich es wahnsinnig gerne, wenn es denn gerade läuft. Ist selten der Fall, dass ich Fernsehen mal laufen habe um die Uhrzeit, wo es läuft und dann gerade durchschalte und merke, oh okay, da ist was. Ist leider etwas zu selten. Deswegen kann ich da jetzt gerade tatsächlich nicht so viel zu sagen, ob das wirklich immer eine super Qualität ist. Aber tatsächlich würde ich schon sagen, dass das jetzt, was das Niveau angeht, deutlich gehobener ist als so eine Sendung, die ich gerade beschrieben habe. Und ich finde tatsächlich, er hat auch mit Ludi Liebe zählt und weiß was ich. Das sind natürlich Sendungen, die jetzt nicht unbedingt gerade Geschichte schreiben werden. Das ist ja, aber trotzdem ist das ein bisschen seriöser als das, was jetzt da mit diesem komischen Roast Late Night da gemacht wird, oder? Gut, Stefan Raab, da kann man sich drüber streiten, ob er das machen muss oder nicht. Der hat nichts mehr zu verlieren. Der hat seine Kohle, der tritt eh nicht mehr öffentlich auf. Bei dem geht es wirklich nur noch darum, irgendwie vielleicht im Fernsehen nebenher was zu machen, damit ihm nicht langweilig wird in seinem Ruhestand. Dem ist das wurscht. Wenn das gegen die Wand fährt, das Projekt, ist dem doch wurscht.
Und aus dem Grund bin ich halt am Überlegen, also wenn ich so ein Z-Prominenter wäre, klar, die müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen, aber ist das nicht irgendwie so ein kleines bisschen... Weiß ich nicht, das ist so... Egal, was du gemacht hast vorher, das ist halt wirklich das, was da am Ende übrig bleibt. Die letzten Auftritte, die du haben wirst, sind die im Dschungelcamp sind oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist so komisch irgendwie. Mäßige Aktivität, ja gut, immerhin. So, geben sie immer so deine Mini-Bonus, Mini-EP, die ich da kriege. Also, so, dann kümmern wir uns, wobei, ich bin gerade so motiviert, hier die äußeren Punkte zu machen. Draco war immer für seine Freunde da. Auch wenn einer von ihnen etwas falsch gemacht hatte, legte Draco eine schier endlose Geduld an den Tag. Aber als er den Kampf gegen uns verloren hatte, da übermannte ihn seine Wut und er verleibte sich alle vier Meister ein. Das klingt so eklig. Er hat sie gefressen, weißt? Dabei glaube ich, dass ihm eigentlich nichts ferner lag. Naja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, also versteht mich nicht falsch. Solche Sendungen sind unterhaltsam und so weiter und so fort. Aber jetzt bist du halt mal jemand... Dschungelcamp, sag ich jetzt mal so. Du kannst jetzt Dschungelcamp als Beispiel nehmen. Du bist jemand, der Musik gemacht hat, sehr erfolgreich. Nimmst Costa Cordalis oder sowas. Klar, es ist Schlager, aber es war erfolgreicher Schlager. Sollte man gar nicht meinen. Ich meine, Helene Fischer ist das beste Beispiel davon, dass Schlager durchaus sehr erfolgreich sein kann. Nein, ich bin drüber verflogen. Ich dachte, ich mache das voll chillig. Volle Kanne reinrasen. Aber war nix. Also Schlager ist durchaus erfolgreich. Und am Ende, was bleibt am Ende übrig von deiner Karriere? Du landest im Dschungelcamp. Ich weiß nicht, wie wirklich schön das ist, das als Vermächtnis zu haben. Ich war im Dschungelcamp zum Schluss meiner Karriere. Es ist noch ziemlich weit, aber gemeinsam schaffen wir es. Und ich glaube nicht, dass das eher so als Sprungbrett genommen wird, sodass man nochmal Erfolg hat. Ich denke, in den meisten Fällen sind solche Sendungen... eher das Ende einer Karriere. Oh Gott. Ja, gib Gas. Ja, sehr gut. Muss man viel laufen. Ja, okay. Haben wir wenigstens die zwei gekriegt. Wenn es gegen angeht, muss man so wahnsinnig schnell laufen, finde ich. So. Nochmal ein paar Gegner besiegen. Puh. Auch ein gutes Beispiel davon, wie man es... Ich weiß nicht, ob man es... Oh, nur kurz zu Atem kommen. Puh. Bei dem Beispiel, was ich jetzt sagen möchte, ist es eher ein bisschen anders. Man kann jetzt zum Beispiel wie bei Stefan Raab hingehen und sagen, ja, jetzt ist eh alles egal, mein Vermächtnis ist da, ich bin nicht mehr im Fernsehen, wenn ich jetzt irgendwas gegen die Wand fahre, dann ist das so. Und ein gutes Beispiel dafür ist auch Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk macht eigentlich gar nichts mehr. Gar nichts mehr wäre übertrieben zu sagen, aber er macht auf jeden Fall nicht mehr... so viel im Fernsehen, beziehungsweise das, was er im Fernsehen macht, das macht er im Sinne von, ja, ich mach das jetzt einfach mal, ich probiere das, aber wenn es kein Erfolg wird, ist mir auch egal. Warum sage ich das? Er hat zum Beispiel auch im SWR, im Radio, hat er eine Radiosendung, immer montags. Ich höre immer gerne SWR 3, gerade wenn ich die Küche sauber mache oder im Auto oder sonst irgendwas, höre ich gerne mal SWR 3. Und da habe ich mitgekriegt, dass er anfängt, so richtig hardcore über andere abzulästern.
beispielsweise über Barbara Schöneberger oder so. Da hat er dann halt wirklich gesagt, oh Gott, die Frau, ja, mit der konnte ich ja gar nicht und bla bla bla. Und dann fängt er an, richtig abzulästern, weil der halt einfach an einen Punkt in seiner Karriere angekommen ist, wo ihm alles scheißegal ist. Dem ist das so Wurst, was die anderen Leute über ihn denken. Früher hat er sich noch Gedanken drüber gemacht, als seinen Ruf zu verlieren hatte, im Sinne von Wetten, das oder sowas. Da durfte er nicht so negativ rüberkommen. Ups. Weil, gut, der hat aber Ärger gekriegt mit dem ARD, ne? Bezüglich, du bist hier unser Moderator, was fällt dir ein, um sowas zu behaupten und so. Und mittlerweile ist ihm das einfach so schnuppe, das merkt man richtig. Dem ist das so egal, was die Leute von ihm halten. Und finde ich fast ein bisschen bewundernswert, aber ist natürlich auch gefährlich, ne? Weil letztendlich bleibt das halt von dir übrig. Wenn du irgendwann dann mal komplett in der Versenkung verschwindest und du gar nichts mehr machst, ist das das Letzte, was von dir übrig geblieben ist. Dass du halt erstmal über alle hergezogen bist, als deine Karriere am Höhepunkt gewesen ist. Sagen wir mal ehrlich, Wetten, das war so das letzte Große, was er gemacht hat. Und alles, was danach kam, war eher so zweitrangig. Das war nie mehr in der Qualität, wie es bei Wetten, das der Fall gewesen ist. Und deswegen, das ist jetzt aktuell seine Situation. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei einem Thomas Gottschalk vermuten würde, dass er niemals ins Dschungelcamp zum Beispiel gehen wird. Weil das wäre dann doch ein bisschen zu krass für dich. Das kannst du genauso gut mit anderen großen Moderatoren sagen. Beispielsweise Frank Elstner. Der macht ja jetzt auf YouTube ein bisschen was. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, so ein paar Interviews macht er mit irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten aus dem Fernsehen, teilweise aber auch YouTuber, soweit ich weiß. Ich glaube, Gronkh war mal im Gespräch davon, dass er mal ein Interview bei Frank Elstner gibt. Ob es jetzt stattgefunden hat oder nicht, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall diesen YouTube-Kanal mit diesen ganzen Interviews. Und finde ich ehrlich gesagt bewundernswert. Dass er das macht, in seinem Alter noch, und ich glaube ehrlich gesagt, er hat es auch nicht nötig. Er müsste das nicht mehr machen, aber er macht es und ich finde, er macht es auch ziemlich gut. Und selbst wenn das Ganze jetzt gegen die Wand fährt, wenn er jetzt da Leute interviewt wie, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie die Frau mit den größten Brüsten Deutschlands oder sowas, also wirklich was total Lächerliches oder so, trotzdem sind es Persönlichkeiten, die niemals so weit runtergehen würden, dass sie ihre komplette Karriere versauen würden, im Sinne von, das ist das, was am Ende von mir übrig bleibt. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen hat man im Dschungelcamp heutzutage ja auch kaum noch wirklich Leute drin, die eine, in Anführungszeichen, Karriere machen. Meistens sind es ja Casting-Mitglieder. Und noch nicht mal Gewinner von irgendwelchen Shows. Und teilweise nur Casting-Mitglieder, die den 15. Platz oder 30. gemacht haben. Ah. Okay, das ist langsam. Tut's weh. Stirb bald! Oh, ich wollte es gerade sagen. Wegen einem Fitzelchen. Komm, nee, will. Hui! Oh, ich darf diese Armübung nicht mehr machen. So langsam tut es mir weh. Ich muss den ganzen Tag über ein fast 10 Kilo schweres Baby festhalten. Oder hochheben. Und deswegen tut das dann umso mehr in den Arm weh, wenn ich so eine Übung mache. So. Hui. Doch, jetzt bin ich eigentlich echt auch schon ausgepowert, du, ehrlich gesagt. So, mäßige Aktivität. Puh. So, wir sind bei 19 Minuten. Was? Nanu? Kein Weg? Ob wir erst dann weiter können, wenn wir sämtliche Tore durchquert haben? Wie wär's mit einer Pause? Nee, ich möchte noch ein bisschen was weitermachen. Wir haben ja jetzt erst 20 Minuten. Also eigentlich... Ach komm, jetzt nehmen wir die Mitte. Vor allen Dingen, da geht's, habt ihr gesehen, es ist ein grünes Tor. Dadurch sehen wir dann jetzt gleich erstmal, wo es dann später hingeht, ne? So, ich denke,
Wobei, die Münzen brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir uns jetzt hierfür auch wieder irgendwas boosten oder sowas. Irgendwie einen Boost geben, damit wir die Viecher auf jeden Fall besiegen, weil die Goldhüpfer da, die verschwinden gerne mal. So dass es dann am Ende weniger Kohle gibt, wenn wir sie nur zum Teil besiegt haben. Aber gut, ist in dem Fall nicht so wichtig. Wir haben eh genug Kohle in dem Spiel, die wir gar nicht ausgeben können. Ich glaube sowieso nicht. Also, ihr habt ja gesehen, es kommt noch ein grünes Portal. Ich glaube, wir haben sowieso noch ein bisschen was vor uns. Das Kapitel ist nicht so kurz, wie es dargestellt wird. Es ist nicht jetzt nur noch 3 Level nach dem. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt noch was ganz Großes auf uns zu, damit das Spiel so am Ende, im letzten Kapitel, noch einen richtig reinwirkt oder so. So würde ich es machen als Entwickler des Spiels. So, wie viel verschwinden? Was glaubt ihr? Ich glaube, es verschwinden 2. Und dann bleiben 3 übrig. Gute Mathe-Kenntnisse von mir, ne? So, ach, nur einer greift an? Okay, dann verschwinden 4. So, wie viele verschwinden? Okay, einer bleibt. Noch einer bleibt. Noch einer bleibt. Noch bleiben alle. Respekt. Ja, dann geben wir ihm den Todeshüftschwung. Wenn man den Kopf auch noch so richtig schön mitbewegt, ne? Man kann nicht sagen, dass ich es nicht fühle. Okay. Ich fühle, dass wir sie alle besiegt haben. Wie gesagt, die Kohle hätten wir gar nicht gebraucht. Ist ja aber egal. So, wo geht's dahin? Das interessiert mich jetzt. Ah ja, ihr seht, wir haben noch einiges vor uns. Da gibt's noch einige Sachen zu machen. Selbst wenn wir hier sind. Wobei, es... Ah, okay, warte mal. Wahrscheinlich ist es so, dass wir erst nach oben müssen. Und wenn wir das alles gemacht haben, heißt es vom Spiel aus gesehen so... Oh scheiße, wir kommen ja doch noch gar nicht weiter. Und dann müssen wir hier unten irgendwie noch ein paar Sachen machen oder sowas. Und erst, glaube ich, wenn wir alles hier erledigt haben, dann wird der Weg oben frei. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für eine Bewertung, wenn ihr sie denn gegeben habt. Ich würde mich freuen. Ich drücke die ganze Zeit aus Versehen auf das Ding und speichere hier Aufnahmen. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal bei Ring Fit Adventure wieder. Macht's gut. Tschüss.